Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Ark Survival Plus mit Hippo, Xa und Sinde. Servus! Moin! Hallo! Hallo! Heute mal kein Coach. Coach ist nicht da. Sehr gut, wir können heute mal verrückte Pläne machen. So, wir haben überlegt, also die anderen sind sehr handelsunwillig. Ja. Könnte auch daran liegen, dass wir relativ wenig zum Anzubieten haben und unsere Pferde nicht hergeben wollen. Ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Alchemisten, um unsere, um unser Millionengrab, wie es die Sinde getauft hat, ja, fertig zu bauen. Da brauchen wir jetzt, ja, glaube ich, diese Wind. Was war's? Fenster? Was braucht man dafür? Die Window Screens. Glaube ich. Die Dinger. Wo liegt ein Coach rum? Hat den irgendwie gesehen? In seinem Haus? Glaspane. Im Haus. 100 Glaspane braucht. Obergeschoss gesagt. Ach du Scheiße, ne? 200, ja. Ah ja, da liegt er, ja. Ach du Scheiße. Ja, okay. Also insofern. Ne, wenn also das nicht so rumgeht, dann müssen wir es uns halt holen, das Zeug, haben wir uns überlegt. Und deshalb baut der Xa jetzt einen Sattel und wir hoffen, dass wir mit dem Sattel dann ein Lasso craften können und dann fangen wir uns mal den Alchemisten von denen raus. Weißt du denn mittlerweile, wer das ist, Hippo? Ja, das weiß ich. Das ist die Deva. Die Deva doch. Okay, hatte ich mir doch noch richtig notiert quasi. Das heißt, wir müssen versuchen, Deva zu entführen und dann freundlich dazu zu überreden, für uns Glasdinger da herzustellen. Wie willst du sie denn freundlich dazu überreden? Knüppel, Pfeilen. Knüppel, ja, genau. Fackeln. Ja. So, langsam. Werden die eine Stunde bei Coach ein. Wir singen so lange, bis sie. Ich würde auch sagen, wir sind dann ganz, ganz fies. Wenn wir sie entführt haben, ziehen wir sie hoch zu uns ins TS. Ja? Das machen wir dann. Klingt nach dem Plan. Dass sie da gar nicht. Also sobald wir sie am Lasso haben, ziehen wir sie zu uns hoch ins TS. Dann können die anderen denken, was sie wollen. Ja? Das machen wir einfach. Das ziehen wir so durch. Klingt nach einem teuflischen Plan. Oh, da ist der Sattel. Und haben wir ein Lasso drin? Ist drauf, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass es da ein Crafting-Menü gäbe. Da kann man nichts bauen. Warum? Spiel! Hol das Lasso raus. Warum? Kacke! Ist wirklich kein Lasso? Nee, du kannst da nicht mal mehr ein Lasso bauen. Und warum? Ja, dann wird's nicht einfach, jemanden zu entführen. Was, Lasso war doch auch Lasso auf Englisch, ne? Also, oder? War das irgendwie... Wulan, narkotisieren, mitschleifen. Ja, irgendwie regelmäßig mit dem Knüppel hinterher schlagen und dann mitschleifen, oder? Also, ja, aber von Hand zu schleifen ist halt wirklich langsam, also... Ja, da brauchen wir ja 5 Folgen, bis wir den... oder... die hier rüber geschleift haben. Außerdem sollte es ja schnell gehen. Sonst haben wir ruckzuck die anderen an der Waffe. Und dann sind wir alle hin. Genau. Scheiße, so viel zum Plan. Naja, also ich kann hier einen Rope herstellen, aber ich weiß nicht, ob man das als Lasso nutzen kann. Mein Versuch ist es. Na, bau halt mal. Bau halt mal, du kannst aber versuchen, ob du das Rope an einen anwenden kannst, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, gefesselt ist oder so, aber das glaube ich auch nicht. Nee, bezweifle ich jetzt. Das ist ja kacke. Das heißt, der gibt einfach nur ein bisschen. Right-click for more options. Hippo! Schön, du mir auch hinterher rennst. Ach so, unequip ist die mehr, ist more options. Kann ich vielleicht, wer E gedrückt hält, options, modify, behavior. Nö. Oh, Entschuldigung. Scheiße, Mann. Oh, weißt du, das ist bestimmt nur... Hast du auch den richtigen Sattel gebaut, Xa? Das ist bestimmt, weil du noch so unerfahren bist als Schneider. Es gibt nur einen Sattel. Also, vielleicht gibt es ja noch einen fortgeschrittenen Pferdesattel oder so, den du erst bauen kannst, wenn du Super Schneider bist. Ich bin schon Super Schneider. Unser Super Schneider. Mhm. Tja, Pinky, und jetzt? Ja. Neuer Plan muss her. Pinky.
gehe jetzt in die Ecke und schmolle. Ich habe keinen anderen Plan, verdammte Kacke. Pinky? Pinky und der Brain. Ja. Wo ist Brain? Brain ist weg. Man vielleicht irgendwie... Warte mal. Also außer hinterher schleifen habe ich auch keine Idee. Ja, Bolan halt narkotisieren und dann hinterher schleifen. Aber es ist weit. Weit. Unter Umständen ist es sehr weit. Ob man die unter einem Format hierher locken kann? Ach, das ist auch schwierig. Weil ich meine, wir haben ja in nichts zu bieten. So ist es an Locken auch sehr schwierig. Jetzt der Gaul mit dem Sattel da. Wir könnten ja einen Gaul mit Sattel anbieten und sie dürfen den Sattel erst ansehen, wenn sie den Tausch gemacht haben. Gaul, die können einen Gaul haben, aber doch nicht mit Sattel. Mit 200 Glass Panes? Ich weiß ja noch nicht, dass sie kein Lasso bauen können. Nee, also ich gebe keinen Gaul her. Also tun wir das jetzt auch nicht. Nee, da bin ich mal voll dagegen. Soll ich trotzdem das Gefängnis schon mal fertig bauen? Wenigstens der Teil steht. Scheiß drauf, müssen wir halt hinterher schleifen. Vielleicht erklärt sie sich ja bereit, freiwillig mitzulaufen, weil niedergeknüppelt werden ja echt scheiße ist. Du meinst wirklich, wir kriegen die Deva aus deren Base raus, ohne selber irgendwie, nachher sind wir die Gefangenen von denen. Du bist wieder so eine Schwarzmalerin hier. Nee, ich bin Brain. Hey Brain, Alter. Ich meine, die sind heute 5 und wir sind 4. Ich finde, wir sind absolut im Vorteil. Ist doch alles super. Außerdem können die mit uns ja auch nichts anfangen. Die wissen ja noch nicht, dass Xa jetzt auch Schneider ist. Ich will Wölfe. Ja, nee, also ich weiß nicht, nee. Also Wölfe, da würde ich wirklich eher noch sagen, dass wir da 5 Leute brauchen, um... Oder? Okay. Also... Ich kann hier ein wunderschönes Gefängnis bauen. Ja, oder wir zähmen doch noch einen Gaul für die. Ich zähme doch keinen Gaul für die, also wirklich. Wir holen uns das jetzt. Na gut. Wir ziehen die hier rüber, die Deva. Können die auch niedermetzeln und einfach alles klauen, was wir brauchen? Ja, das wird nur. Die werden nur keine 200 Glasspanes da liegen haben. Nein, stimmt. Sehr unwahrscheinlich. Eher nicht. Dann. Brauchen wir mehr Pfeile. Mehr Bolas, mehr Pfeile, wir müssen die anderen alle bolern und Deva rauszerren. Wir brauchen mehr Lametta. Nee, wir müssen halt warten, bis die irgendwie die Basis verlassen. Das ist schon der... Wie lange willst du da campieren? Ja, wir haben Fernrohre. In deinen Kommentaren gelesen, du hast noch ein zweites Fahnenglas im Inventar. Nein, sowas ist überhaupt nicht möglich. Ja, und das hätte ich jetzt gerne. Ich mach nie Witze. Und ich hab keins, also wo hast du das her? Ha? Ha? Das ist rein zufällig, das ist... Oh, wo kommt das denn her? Mal. Das ist ja ein Zufall. Oh Mann. Ich muss weg. Das ist doch nicht zu fassen. Wäre besser. Wo das Coach ja, hier ist, der hätte dich schon wieder dreimal durchs Lager gejagt. Ich lese schon dreimal wieder bewusstlos irgendwo in der Ecke gelegen, das glaube ich auch. Vermisst du das nicht? Was? Nein. Du bist so hyperaktiv, du musst schlafen. Zwangsruhe. Oh, noch mehr Wooden Nails. Nail. 1, 2, 3. Dieser komische Eisenschwert, der sieht immer aus unten in der Schnellleiste, als wenn man nichts ausgerüstet hätte. Ich meine, wir können doch auch, wenn es dunkel ist, losziehen und dann halt mit dem Fernglas gucken, ob Deva, wenn ein oder zwei bei Deva dabei sind, kriegen wir doch, oder wenn die anderen weggehen und Deva zurücklassen. Ich habe gehört, das soll häufiger der Fall sein. Im Dunkeln losziehen? Dass Deva alleine da in der Basis hockt und dann... Du erzählst Märchen. Was? Warum ist mein Glas weg? Wir sollten vielleicht im Hellen losziehen, sodass wir im Dunkeln da sind. Ja, das meine ich ja. Oder? Mhm. Da also diese Aktion im Dunkeln machen, ja. Das, Du willst dich ja nur beruhigen, deswegen erzählst du Märchen. Genau. Deva ist eigentlich ganz lieb. Mein, wo? Da. Ja, hier. Mein Glas ist weg.
Warum ist mein Glas weg? Siehst du, jetzt wisst ihr auch, warum ich dir meine Ferngläser nicht aus der Hand gebe. Ich habe da meine Gründe. Bei mir ist das aber ein Wasserglas. Oh, ich habe geatmet. Ach, da ist es ja. Hat er. Ich habe ein neues Level. Sind es jetzt schon 5? 13. Morgen kommt die Zahnspange raus. Ui. Die Feste rein. Fast 12. Doch. Kann ich jetzt endlich die Scheißhütte bauen? Jawohl. So, dann brauchen wir Hut Roof. Das ist Hut 2. Hut 2 Roof. Ich brauche ganz viel Plantstrings. Hut 2 Roof. Hut 2 Roof oder Hut 2 keinen Roof? Was ruft das dann? Kein Roof. Zu blöd. Das sind neue Fritzchen-Witze. Hut 2 Roof oder Hut 2 keinen Roof? Ach du Gott. Ach, du ahnst es nicht. Hat du Möhrchen. Plantstring. Ach, Plantstring. Ach, du Scheiße. Haben wir noch irgendwo Plantstrings fertig? Vermutlich nicht. Eventuell in der Lagerkiste bei Hippo. Bitte. Ich habe gerade nochmal gerettet. Ich dachte schon, du wolltest sagen, im Lager. Ja, sind noch 105 Plantstrings. Ich brauche guten Spindel. Die habe ich wieder nicht. 105? Mhm. Das ist nicht viel. Hat sonst noch jemand welche? Was war das denn? Ist das Haus geschlagen? Nein, sowas mache ich nie. 150 sind da noch und nochmal 105. Du lügst, Xa. Dann habe ich das eine Stack voll übersehen. Was macht der Sprinter Günther hier in meiner... Fresse? Ja, lässt er wieder das Tor spangelweit offen stehen? Ja, das müssen wir dann, wenn... Ich bin direkt davor. Müssen wir, wenn Demo da ist, dann darf das nicht mehr aufstehen. So, hat weil wir sind ja eh noch nicht komplett dicht, oder? Wir können doch Richtung Segunda abbauen. Also ja. Okay, das kriege ich jetzt nicht mehr dicht. Dann muss ich in der Hütte bleiben. Kriegt er hier einen komischen Crafting-Table hingestellt. Nee, und gesagt, selber mach bauen. Mal. Muss auch noch selber bauen. Ja. Den alten, billigen Crafting-Table hin. Wo soll ich denn das Gefängnis hinbauen? Abseits. Irgendwo. Damit wir das Geschrei nicht so hören. Lass mich raus. Okay, neben Sinde. Dann müssen wir aber auch noch irgendwie so eine Durchreiche anbringen, weil sonst stürmt ihr doch gleich zur Tür raus. Tor ist übrigens auch auf. Was ist auf? Tor hier hinten war auch auf. Da war ich wenn man bei Xars Hütte vorbeireitet. Das habe ich nicht auch gemacht. Auch nicht. Das kann ja jetzt jeder sagen. So, ich finde, das ist ein super Gefängnis. Brauchen wir noch eine Tür. Wo sind wir überhaupt? Da, wo Xar früher gewohnt hat. Ah. Das heißt gewohnt. Eigentlich stand er ja nur im Werkstand. Nenn es, wie du willst. Ich baue mal so eine Jail Door. Ich will mal gucken, ob die in die normale... Eigentlich ist das viel zu hübsch für... Na. Für ein Engnis. Ja, tut mir leid, ich kann nur schön bauen. Hässlich ist nicht, musst du bauen. Beto. Aber dann noch so ein schönes Rundgebogen. Guck mal hier, sogar eine Gefängnistür. Das ist ja gut, das ist okay. Willst du hier noch ein Klo da reinstellen? So eine Schüssel. So ein Pisspot. Genau. Das ja, aber dann müssen wir vorher noch Zielübungen machen, sonst geht das nachher wie bei Hippo. Auf den Rand ablegen. Ja, da habe ich einen Pissport hätte ich. Da habe ich noch einen Chuck. Hier, da noch sowas. Und ein Lagerfeuer kriegt sie nicht, aber entfackelt sie die Bude noch ab. Oder bringt die selber um. Ja. Ja, das gilt sowieso nicht. Das müssen wir, also die Regel müssen wir machen. Selbst umbringen geht nicht. Höchstens halt Hungerstreik, da müssen wir dann drauf aufpassen, regelmäßig betäuben und zwangsfüttern. Ja, genau, da wird dann zwangsernährt. Braucht man eine Wasserleitung da drin? Nein. Brauchen nicht, aber die Frage, ob die nie Sinn macht am Ende. Aber es muss reichen.
Boah, das ist zu weit für eine Wasserleitung. Es ist viel zu viel Zeug dafür. Ja, Ja, sehe ich Im nicht. Gefängnis? Nicht für so einen anderen. Da wird ab und an mal einen Pott Wasser reingeworfen und gut ist. Ja. Eine Handvoll Beeren. Gammelfleisch. Das ist Nam, nam, nam. das schöne Verdorbene. Gut. Können noch Palisaden drumherum bauen. Hätten wir sie Boah. doppelt abgesichert. Ganz auch umgeknüppelt werden, wenn sie. Ach nee, obwohl. Dann bräuchten wir auch wieder so ein Palisadentor und das ist ja so riesig. Stimmt. Ach, lass mal. Lass mal. Gut, dann holt ihr sie, ich warte hier, ja? Nein. Ja, ich bin für den Plan zuständig. Ich kann jetzt nicht alles machen. Nee, du bist Pinky, ich bin Brain. Ja doch, du musst doch überprüfen, ob das auch alles planmäßig ausgeführt wird. Du hast gesagt, du willst sie persönlich durch die Gegend ziehen. Xa. Nein, ich bin krank. Ich muss dringend ins Bett. Nee, ich wollte was anderes. Meine Werkzeuge sind kaputt. Dürftest du die mal bitte reparieren? Ach so, ja, einfach vorne in die Kiste schmeißen. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir uns bald abmachen. Und kannst ja dann auch hinten bei rausnehmen. Ach, da hast du gleich welche in der Ja, Handtasche, ich oder was? hab noch ein bisschen neuere, bessere gebaut. Da werden die anderen freuen, wenn sie uns dann umhauen. Naja gut, ich würde es nicht vielleicht unsere beste Zeit hätten. Ach, das machen wir schon. Sehr schön. Ich versuche mal noch ein paar Bolas zu machen. Solltet ihr vielleicht auch mal gucken, ob ihr da noch was hinbekommt. Ja, wohl, das ist eine Bola Idee. mi, Bola you. There's nothing I can do. Ich habe noch 4 Bolas, das müsste eigentlich gehen. Ein Du Knüppel habe rennst ja ich. eh wieder nur schreiend weg. Kann sein. Holen. Wirklich? Ich könnte vielleicht die Knochen hier lassen, hä? Ja. Knochen klappern schüchtert Was nicht jetzt? ein, ne? Planstring Zack. Zack. Crafting. Spindle. Oh je, das ist so sinnlos. Was denn noch? Das Tor hier hinten. Man muss einfach nur 1 Meter weiter reiten und dann kann man einfach an der Wand vorbei. Achso, ja. Willst du dich hier beschweren über meine tolle Konstruktion? Ja. Okay. Bitte schriftlich einreichen. Okay. Oh, in dreifacher Ausführung, Dokument bitte. geben und die wissen das nicht zu schätzen. Hier hast du. Warte, ich mache noch einen Stempel drauf. Au! Oh. Das war nicht schrecklich. So, jetzt ist es inzwischen dunkel. So, ich kann 19 Bolas machen. Soll ich die einfach mal bauen? Dann habt ihr eigentlich quasi alle mit, oder? Ich habe Ja. 4, ne halt 6 habe ich, aber dann, Ich habe auch noch 5 Bohlen. Würde Ich ich habe auch wieder vier Bohlen. einen Dann mache Braver an dir mach klauen. ich Nummer 10. Ich brauche ja keine. Ich laufe ja schreiend weg. Ja, ich vergaß das vorne Das stimmt. nachtragen zu. Ja, dann macht die Hälfte noch. Ja, genau. Ich lasse gleich liegen. Warum baue ich eigentlich? Also ich glaube, ich lasse mal meine Pelzrüstung hier. Hilft die First und so. Ja, ein bisschen was werde ich auch hier lassen, Ja, so. also die Pelzrüstung hat da sehr unwahrscheinlich brauchen. Wer weiß es? Wir sind die mittlerweile in Schnee umgezogen oder so. Ja, aber vielleicht wollen die ja auch mal irgendwie, ne, Wölfe oder sowas haben. Nee, nee, Die also lachen. Und Pelzröcke. die Ach lachen so, sich wenn die tot, uns wenn wir dann. denen die teure Pelze jetzt bringen. Ach so, meinst du das? Wobei, würde unser Weibchen da lassen, nur zur Sicherheit, oder? Ja, ich. Ja. Ja, eigentlich brauchen wir gar nicht mit den Pferden hin, weil. Wir müssen ja eh wieder zu Fuß zurück. Na Stimmt. dann. Gut, wobei, ein Reittier würde ich vielleicht mitnehmen, so ein bisschen auskundschaften und ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Na gut. Wäre, glaube ich, ganz so verkehrt. Und wenn ein Pferd drauf geht, mein Gott, gut. Dann wird halt Ja, Pferd. nachgezüchtet. Ja, das ist schon ein Pferd, ne? Dann hätten wir es auch handeln können, weißt du, so ungefähr. Ne? Nee, egal. Naja, Dann ich ist es meine halt jetzt tot. nicht, dass Hauptsache, die es. anderen haben es nicht. Genau. So muss das. Ach, Das ist ja vom himmlisch. Grundsatz her korrekt. Ja. Ich sag doch, sind sie nicht süß? Ich glaube, ich behalte die. Das ist. Ich meine,
Und das Pferd hat Lasagne, aber die anderen haben es nicht. Ah. Naja. Iron-Ohr, warum haben wir hier noch hier? Beziehungsweise Hippo, du könntest ja nochmal gucken, ob du die zusammen stopfen kannst. Vielleicht klappt es ja. Was soll ich stopfen? Ach, wenn das eine Pferd und das andere Pferd stopfen, das genau, das ist dann so, möchte, es macht's einfach. Dass ein neues Pony rausgefloppt kommen kann. Durch die Nase dann, oder? Ja, natürlich. Wir nehmen den Muli, ne? Das höchstlevelige, ich glaube, das ist der Sprinter. Nee, stimmt, der Muli ist noch, oder? Der Muli ist 132, Günther ist 114 im Moment. Deiner war schon der größere gewesen. Ne, der Sprinter gönnt das ja die Nachzucht, die war doch gleich mit 114 rausgeploppt. 114 heißt. Achso. Nee, 114 nicht, ich hab zweimal schon gelevelt. Hast zweimal schon gelevelt, 112. Das heißt, ja, nee, dann war meiner größer wahrscheinlich, ja. Nehmen wir jetzt ein gutes Pferd mit oder was? Nee, aber das wird noch gepaart. Achso, okay. Na, dann dürfen wir aber auch nicht zu lange wegbleiben, sonst. Ja, das ist nämlich die Sache. Funny. Ich weiß nicht, ich würde die jetzt nicht paaren. Xa hat da wieder so eine Schnapsidee. Oh, kalt. Warum machen eigentlich die Biester, wenn die so weit auseinander stehen, ein Herzchen? Wie weit geht denn das? Ja, das wurde erhöht. Die... Also in der Mod. Ja, ich mein, großen Radius. Okay, weil Schneeräder steht hier hinten, ne? Direkt bei Sinde vor der Hütte. Mhm. Der Radius ist so groß. Jo. Ja, das stimmt. Interessant. Wollen wir dann den Sprinter Günther mitnehmen? Oder? Weil dann haben wir das größte Männchen noch hier. Diesen Supermuli? Nee, hinten hier bei Coach Mörchen. Mörchen? Ja. Einfach nur Günther, das und sonst... Oder Ferdinand, das ist auch noch ein kleines Männchen. Ferdinand und Mörchen, ja, nehmen wir die beiden mit. Wobei... Ah, Mörchen doch, ist auch 122. Ja, ja. Mörchen würde ich nicht mitnehmen. Ja, weil, und Günther ist 100% auf mich geprägt, den gebe ich nix da. Wofür wollt ihr denn überhaupt ein Pferd mitnehmen? Weiß ich auch nicht, Xar wollte ein Pferd. Nee, das war nur... Willst du ein Pferd? Wie gesagt, um halt ein bisschen... voraus zu schauen zu können und ein bisschen mobile unterwegs zu sein. Um voraus Opfer zu werden. Genau. Und noch mehr aufzufallen. So ein großes Pferd fällt ja gar nicht auf. Soll ich die denn jetzt noch ineinander stopfen oder nicht? Nein. Komm, wir gehen. Es ist schön dunkel, wir gehen. Super Idee. Ich sehe vorne die Tür auf, Rex, ramm. Hast du die Bohlen in der Tasche oder hast du die in irgendeine Kiste gepackt? Ich hab den Dieter Bohlen in der Tasche, ja. Gut. Ich gehe nicht als Erste durchs Tor. Den würde ich nicht in die Tasche nehmen wollen. Den Dieter Bohlen? Ja. Ach, der ist harmlos. Obwohl, der wenn man sich immer drauf plumpsen lassen kann, wäre es gar nicht mal so schlecht. Hast du Wasser eingepackt? Gute Idee. Gibt's hier noch irgendwo Wasserflaschen zum Bedienen? Gläser sind irgendwo, ja. Irgendwo bei Hippo sind die Gläser, der hat die alle... Nee, das ist gelogen. Ich glaube, die sind bei Koya. Was? Die haben Gläser waren auch bei dir. Hallo? Habt ihr keine Ahnung? Guck nach. Du hast keine Ahnung, was ich in deinen Kisten finde? Ach so. Okay. Also schau besser nach. Ach ja, doch, das könnte in der Tat sein, dass sie in der Kiste sind. Wenn ihr durch die Tür reinkommt, links. Es könnte sein, dass da Gläsers sind. Ja. Gibt es eigentlich auch noch ein paar Bolzen bei dir, Koya? Ja, das sind Gläser. Was, Bolzen? Ja. Ich schau einfach mal. Bronze Eros 27 sind noch gebaut. Mehr habe ich nicht. Wie sieht's aus, Chef? Gehen wir dann in der nächsten Folge dahin? Ja, eigentlich wollte ich diese Folge schon, aber ihr wolltet ja noch unbedingt Gläser und Pfeile und ach, ich muss mal aufs Klo und kann mir auch mal jemand meine Schminke kontrollieren und... Ach, da sagst du was. Bitteschön, frisch geschminkt. Frisch geschminkt, blaues Auge, sehr toll. Danke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alle doof. Ciao. Ciao. Tschüss.